Willkommen zurück zu Randtrainer 2 bei uns auf dem Kanal der Knalltüten mit mir, dem Yahoo85 und den uns immer noch hier sitzenden, mit der Fernbedienung, Fernsehen guckenden Siggi Crack Fuchs. So, okay, wir gehen direkt zur Vereinsanlage, denn wir haben ein wichtiges Spiel vor uns. Wir haben den vierten Samstag im September und gucken natürlich erstmal auf unser Image und unsere Publicity. Präsidium ist immer noch sehr zufrieden, Verhältnis zu den Spielern ist sehr gut und die Öffentlichkeit redet sehr gut über uns. Das ist gut und wir tun direkt den Spielzug beenden. Wir haben jetzt zwei Spiele diese Woche, einmal am Mittwoch gegen Vitesse Arnheim, das Rückspiel, und am Samstag gegen MSV Kuschel. Aber jetzt gehen wir erstmal, der blöde Punkt, jetzt sind wir noch da, ich bin auch noch nicht los, in unsere Aufstellung, drücken dreimal drauf, 1, 2, 3, und wir sehen im Tor der Riesentetti. In der Abwehr die Franzi, Anna Maria und Glitzerbergi, im Mittelfeld Talida, Mandy, Opa und Markus, und im Sturm der Yoshi, der Ich, Ronny und der Kaputte. In der zu Hause bleibt Glöckchen und Knuffi, die sind gesperrt alle beide, wahrscheinlich durch eine rote Karte, ich weiß es gar nicht so genau. Auf jeden Fall dürfen sie nicht mit. Unser Ersatztorwart ist Juan Pablo, große Big Nani, Björn Einer Romörn. Aber wir gehen direkt ins Spiel gegen Vitesse Arnheim. Und ich übergebe an Johannes B. Kerner. Eine frische Brise weht durchs Stadion, aber guter Fußball wird das alles wegpusten. 40.000 sind in Vitesse, nee, in Arnheim. Und ein Arnheim Zuckerpass. Und was für ein. Wir fangen den Ball ab. Und der Kaputte stürmt. Ich mache einen Fehlpass. Sehr schön. Klasse. Und Arnheim im Angriff. Schießt. Wo gibt's denn sowas? Ein Schuss aus 20 Metern, der fast in Seiten ausgeht? Naja. Das war die 7. Minute. Arnheim mit dem ersten Angriff. Und wir springen direkt weiter zur 7. Minute, immer noch. Toll. Foul. Oh. Gelbe Karte. Ja, und da muss er jetzt mal ganz hart durchgreifen. Gelbe Karte für Yoshi Yosh. Ja, es war ein bisschen brutal, aber irgendwie den Arnheimer. Tja, ging nicht anders. Man musste irgendwie durch. Hm? Arnheim hat nur den Ball, hauptsächlich sehe ich gerade. Auch in der 13. Minute. Gutes Passspiel. Schuss. Tolle Leistung. Oh, super Riesentetti. Was für eine Parade. Schießt den Ball nach vorne. Die Grundregel jetzt im Fußball. Immer auf den zu Ball Yoshi zugehen. Yoshi zu ich. Und er fliegt. Yoshi. Und fliegt und verpasst die Landebahn. Da kam er nicht mehr ran. Schuss. Au. Der Kaputte schießt zur Eckfahne. Aber guter Angriff. Trotzdem. Sehr schön. Nächste Situation. In der 23. Minute. Direkt. Wo ist der Kuschel am Ball? Also wir. Der Ronny. Also ich. Schießt. Tor! 1-0. Sehr gut. Wir werden in die nächste Runde einziehen. Ich hab's im Gefühl. Und wir gehen direkt in die 37. Minute. Und er fliegt und fliegt und fliegt. Und jetzt findet dann auch noch den richtigen Mann. Yoshi. Toller Pass. Yoshi. Yoshi. Tor! 2-0. Sehr gut. In Arnheim. Die knallen wir ja voll weg. Und wir haben schon wieder den Ball. Immer noch 37. Minute. Wie nett das früher. Wie Overall. Wie all die Großen. Einfach mal Flügel wechseln. Ein Riesenpass. 40, 50 Meter. Anna Maria liegt am Strafraum rum, nachdem sie gefoult wurde. Zweite Halbzeit, 50. Minute. Markus am Ball. Markus am Ball. Und der jetzt fliegt Talida und fliegt über links und fliegt. Sie läuft. Und findet auch noch den richtigen Mann. Toller Pass. Trifft die Kugel nicht richtig. Na, der konnte ja gar nicht ankommen. Ein super, abgefangen und ich! Oh, ich! Den musst du machen, Junge, den musst du machen, ich halte das nicht aus! Ich halte das auch nicht aus, ich schieße immer vorbei. Ich glaube, ich bin fürs Tor nicht gedacht. Also fürs Tor schießen, besser gesagt. Vielleicht wollte er einfach nur nochmal Bodenkontakt haben. Diese Grätsche war nun wirklich nicht erkannt. Arnheim im Angriff. Warum vorbei nicht? Ein Versuch ist es ja wert, auch wenn das hier ein erfolgloser war. 61. Minute, es steht 2-0 für uns. Auswärts natürlich. Nächste Runde. Wir kommen. In der 66. Minute fängt Arnheim den Ball ab. Wir wieder zurück. Was für ein Pass. Ist der lang unterwegs. Ein Reisepass passt. Er kriegt schon Auslandsstempel. Johannes kurz. Und er fliegt Text und fliegt und fliegt. Und der Kaputte. Und findet auch noch den richtigen Schießt Mann. Schießt. Toller Tor! Pass.
Der Kaputte schießt das Tor kaputt. Wunderbar. Ein Kleinholztor. 78. Minute. Arnheim greift an. Schöne Grüße an die Eckfahne übrigens. Da sollte der Ball eigentlich nicht hingehen. Aber so geht's manchmal. Johannes, was denn hier ins Wort fällt? Wahnsinn. Aber wir haben den Ball wieder. In der 87. Minute. Ich tippe, es ist die letzte Aktion. Es gibt halt nur noch wenige, die den Ball so behandeln können. Glitzerberschi verletzt. Er fliegt. Und auch noch in die richtige Richtung. Wir auswechseln. Dann sehen wir mit haben die letzten 3 Minuten. Glitzerberschi hat sich verletzt. Armer Glitzerberschi. Was immer machen. Die Abwehr. Warum spielen wir 5-4-1? Der stellt ja ein, was er will. Egal. Wir nehmen jetzt nochmal die Omi rein, um das Durchschnittsalter ein bisschen zu drücken. Opa spielt ja schließlich um mit. Und wir gehen zurück zum Spiel. Ne, das Spiel ist vorbei. Wir gewinnen 3:0 in Arnheim und geben ab an Johannes B. Kerner. Und ran, Sat.1 Fußball. Der internationale Wettbewerb hat uns wieder, liebe Fußballfreunde. Ich begrüße Sie sehr herzlich zur RAN-Sendung. Und Sie wissen ja, wer die nächste Runde erreicht, der hat so ein bisschen die Lizenz zum Gelddrucken und kann dieses Geld ja dann nächste Saison wieder in die Liga zurück investieren. Also, was treiben die deutschen Mannschaften auf internationalem Parkett? Überzeugen Sie sich selbst. Hier sind die Berichte und es gilt auch heute. Alle Spiele, alle Tore. Viel Spaß. Dankeschön, Johannes, aber wir gucken uns sowieso keine Spiele in dem Sinne an. Das unser Spiel haben wir ja gerade geguckt, deswegen klick, klick. So, das sind die anderen Spiele. Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte, hat irgendein wichtiger Mensch mal gesagt und er hat vermutlich recht gehabt. Deshalb rede ich jetzt nicht viel, sondern wir zeigen Ihnen Bilder. Und zwar die von unserer herrlichen und immer wieder gern genommenen Zusammenfassung. Und so, jetzt kommt die Statistik und wir sehen uns jetzt gerade nicht. Das ist der internationale Pokal. FC Kuschel 09 ist trotz, dass sie das Hinspiel, das Hinspiel haben sie verloren, das Rückspiel gewonnen, raus. Sind wir hier dabei? Wissen wir gerade gar nicht. Nee, ja, noch nicht. Entenhausen ist aber weitergekommen. Die haben gegen FC Dundalk gewonnen. Wir sind natürlich auch weiter im Hinspiel 3:1 gewonnen. Jetzt wäre es ganz genau. Sehr schön. Hier noch ein Kuschelteam dabei? Nein. Hier ist Inter Champions League. Hat auch 1. FC Kuschelteam wieder gewonnen. 1:2 gegen Legia Warschau. Und führen die Tabelle nach wie vor an. Wunderbar. Auf die müssen wir hoffen. Daumen drücken. Wie auch immer. Sehr schön. Bei FC Entenhausen gegen FC Dundalk waren die meisten Zuschauer. Klasse. Es gibt erstmal Kohle. So. Und jetzt die nächste Runde. Wo stehen wir? Gegen wen spielen wir? Wir stehen, Entenhausen spielt gegen Ajax oder Ajat Auxerre im internationalen Pokal. Und wir spielen gegen Uni Craiova, eine rumänische Mannschaft. Wir spielen erst in Uni Craiova. Und der 7. Ligaspieltag, da spielen wir gegen MSV Kuschel, wie schon erhofft. Entenhausen muss hier übrigens ran gegen die Spielvereinigung Isselhof. In der 2. Liga, alles super. Ich weiß nicht, wie es Ihnen zu Hause geht. Mir hat das heute richtig viel Spaß gemacht. War ein toller Spieltag, war alles drin, Spannung, was weiß ich, Zweikämpfe, tolle Tore. Und Punkte sind verteilt worden. Gerecht, wie ich meine. Und es tut sich was in der Tabelle, das ist doch das Wichtige. Und in der nächsten Woche geht es gleich weiter, wird wieder gewürfelt. Oben, in der Mitte und unten. Und Sie sollten dabei sein. Ich freue mich drauf. Bis dahin. Ciao, ciao, Johannes. Wir sehen uns ja bald wieder. Aber wir sind erstmal am 23. Saisontag. Und ja, was sollen wir machen? Direkt Spielzug beenden, weil viel können wir nicht machen. Das Training läuft. Das Training müssen wir sowieso mal aktualisieren. Aber jetzt lassen wir es nochmal so. Denn gegen MSV Kuschel muss das so helfen. Und der blöde Punkt, der regt mich immer noch auf. So, wir drücken wieder dreimal auf die Autoaufstellung. 1, 2, 3. So, und jetzt haben wir im Tor den Riesenteddy wieder. In der Abwehr Glitzerberschi, Anna-Maria und Omi. Im Mittelfeld direkt Opa, Mandy, Glöckchen und Markus. Und im Sturm Knuffi-Knuff. Glücksi und Yoshi. Wir werden sehen, ob die Aufstellung funktioniert. Ansonsten haben wir ja noch ein paar Leute hier mit. Viel Spaß gegen MSV Kuschel. Johannes, übernehmen Sie. So, in 90 Minuten also, vielleicht ein, zwei Minuten mehr, wissen wir genau, was Sache ist. 54.000 sind angereist und wir haben unser zweites Auswärtsspiel. Ein super Pass und jetzt wissen wir auch, was das Spiel ohne Ball bedeutet. In Vollendung. Ja. MSV schießt. Ja, das habe ich selten gesehen. Aus der Distanz, so weit neben das Tor.
meine Herren. Ja, das war die dritte Minute, da kann das alles mal so passieren. Das ist nicht so schlimm. Der MSV hat auch in der vierten Minute den Ball. Ein Traumpass. Abgefangen zu Mendy. Fehlpass. Ein Superpass und jetzt wissen wir auch, was das Spiel ohne Ball bedeutet. In Vollendung. Das hast du gerade schon mal gesagt, Johannes. Ein Superpass und jetzt wissen wir auch, was das Spiel ohne Ball bedeutet. In Vollendung. Das hast du so zum dritten Mal gesagt, Johannes. Johannes, der quatscht heute irgendwie solche Zahlen locker. Ich weiß es nicht. Wir haben jedenfalls Angriff in der 14. Minute. Ja, Einsatz hat er gezeigt, aber Glücksi? Das nützt ja nichts, wenn er nicht rankommt. Schade. Schade. Wir brauchen die Punkte unbedingt. Sonst verlieren wir einen Hals zur Spitze. Und Glücksi wieder. Oh. Warum nicht? Ein Versuch ist es ja wert, auch wenn das hier ein erfolgloser wird. Die Nummer 20 ist heute nicht der Tag der Tage. Und MSV Kuschel im Angriff. Gutes Passspiel. Opa, mit Rollator. Weiter Ball. So, und jetzt Markus. Ein Zuckerpass mit Sahne drunter. Glücksi spielt rüber. Was für ein Passspiel. Ein Superpass. Und jetzt wissen wir auch, was das Spiel ohne Ball bedeutet. In Vollendung. Der Glücksi, der trifft das Tor heute irgendwie nicht. Der hat heute wirklich gar kein Glück. Ich glaube, Knuffi Knuff Knuff mit seinem Ball. Yoshi. Toll, wenn der Spielmacher mitdenkt. Ein herrlicher Pass in den freien Raum. Wieder nicht getroffen. Ich glaube, Glücksi müssen wir jetzt mal auswechseln. Das gibt's ja hier wohl nicht. Wie kann man denn nur so weit vorbeischießen? Und das andauernd. Jetzt scheint hier großer Zeitsprung zu kommen. Ja, 36 Minuten. Nee, so geht's nicht. Foul! Nummer 5 hat eine gelbe Karte gekriegt und es war Glitzerberschi. Voll fett umgetreten. Wir sind im Auswechselbildschirm und wir haben noch den Kaputten mit als Wechselstürmer und tun jetzt Glücksi raus. Das war ja eine katastrophale Leistung. So, und jetzt spielt der Kaputte in der Mitte. Und wir werden sehen, ob es was gebracht hat. Der Kaputte direkt im Angriff. Läuft an allen vorbei. Schießt. Schöne Grüße an die Eckfahne übrigens. Da sollte der Ball eigentlich nicht hingehen. Aber so geht's manchmal. Der schießt ja noch weiter vorbei. Ich will das Tor größer bauen. Das gibt's doch nicht. Grätsch es Grätsch kann. Aber so nicht. 42. Minute. MSV schießt. Kann passieren. Dabei. Abgerutscht. Weit neben das Tor. Schwein gehabt. Es müsste ja Halbzeit sein. Theopraktisch. Nee, immer noch nicht. 45. Minute. MSV verliert den Ball. Und jetzt Knuffi, Knuff, Knuff. Zu Kaputte. Zu Yoshi. Toll, wenn der Spielmacher mit dem ein herrlicher Pass in den freien Raum. Vorbei. Jetzt war Halbzeit. Definitiv. Und MSV Kuschel immer noch im Angriff. Wo gibt's denn sowas? Ein Schuss aus 20 Metern, der fast in Seiten ausgeht? Naja, in der 56. Minute. Langsam muss ja was passieren. Von unserer Seite her natürlich. Gut, ein Zuckerpass mit Sahne. Zu Knuffi. Und jetzt Yoshi im Angriff. Oh. Vielleicht doch noch mal ein bisschen konzentrieren beim Abschluss. Sonst bleibt die Schwäche. Das ist wirklich, wir brauchen eine hohe Konzentration. Der war ja wirklich wieder Eckfahren ähnlich. Foul. Die Nummer 19 hat gefoult. Gelbe Karte für Yoshi. Yoshi ist ziemlich brutal. Du bist bestimmt mit der Zunge raus und dann die Beine wegziehen oder so. Man weiß es nicht. Und jetzt der Kaputte im Angriff. Verliert den Ball einfach mal so. Okay. Markus. Zu Glöckschen. Glöckschen stürmt und verliert den Ball auch. Ne, gibt einen Rückpass. Und Glöckschen wieder. Ja, ein ganz abgezockter Junge. Und dann hat er es noch mit dem gestreckten Bein versucht. Allerdings erfolglos. Ich weiß nicht, wie es ihm geht, aber ein Türchen könnte ich jetzt gut vertragen. Ja, ein Türchen könnte ich auch gut vertragen. Gute Aussage, Johannes. Wir sind schon in der 68. Minute und wir brauchen ein Türchen unbedingt. Weil es mit MSV. Vorbei. Schöne Grüße an die Eckfahne übrigens. Da sollte der Ball eigentlich nicht hingehen. Aber so geht's manchmal. Zwei Drittel des Spiels vorbei. Torlos die Partie. Ja, immer noch. Aber noch ist das Spiel nicht vorbei. Wir haben noch alle Zeit der Welt.
73. Minute. Und jetzt Kaputter im Angriff. Der Kaputte. Tor! Mit der linken Innenseite. Rumgeschlängelt um die Abwehr. Nicht doll geschossen, aber platziert. Und das reicht. Genau, und das reicht. Der Kaputte hat das Tor wieder zerstört. Wunderbar. Gut gemacht, Kaputter. Ja, ein Traumpass. Der Einsatz hat er gezeigt, aber das nützt ja nichts, wenn er nicht rankommt. Zwei Drittel des Spiels vorbei, torlos die Partie. Das war falsch, es steht ja schon 1-0. Johannes, siehst du ein anderes Spiel? Egal, wir haben 1-0 gewonnen. Johannes, geht lieber ins Studio, denn wir sind die Sieger der Herzen. Hm. 18 Punkte, liebe Fußballfreunde. Und Verehrer der geschätzten runden Lederkugel. Das wäre die optimale Ausbeute gewesen bisher aus 6 Spieltagen. Heute können pro Sieg, und das ist neu und immer noch so, 3 dazukommen. Wie es aussieht an der Tabellenspitze, in den Plätzen für den internationalen Wettbewerb und in Richtung Abstieg, das wissen Sie und wisst ihr nach dieser Sendung. Nach dieser Sendung wissen wir mehr. Da hast du recht, Herr Johannes. Aber wir klicken unser Spiel natürlich wieder raus, ist klar. Zack. Und jetzt wieder die Abteilung für abgebrochene Mathematikstudenten und sonstige Hobbystatistiker. Unsere Zusammenfassung, die in der Hauptsache aus Zahlen und Fakten besteht, aber auch ein paar nette Geschichten beinhaltet. Okay, nette Geschichten erzähle ich euch jetzt zu den Ergebnissen. Und zwar am 7. Ligaspieltag spielt VfL Kuschel gegen Kuschelteam nur 1:1. Kuschelland 3:3 gegen SV Kuschelburg. Wir gewinnen gerade so 0:1 in MSV Kuschel, bei MSV Kuschel, wie auch immer. Spielvereinigung Kuschel gewinnt 4:1 gegen FC Kuschel 09. FC Entenhausen gewinnt 2:1 gegen Spielvereinigung Eselhof. Real Kuscheltier 2:1 gegen FC Bernstadt. Dynamo Kuschel 3:1 gegen VfB Kuschel. Erzgebirge Kuschel 4:2 gegen Fortuna Kuschel und 2:2 unentschieden TSV 1995 Kuschel gegen Rot-Weiß Kuschel. Das ergibt folgende Tabelle. Platz 1 bleibt Kuschelteam, wir auf Platz 2 und direkt dahinter FC Entenhausen. Danach Spielvereinigung Kuschel und TSV 95 Kuschel. Auf den Abstiegsplätzen sieht es nach wie vor so aus. FC Kuschel 09 auf Platz 16, gefolgt FC Kuscheland und immer noch punktelos Spielvereinigung Eselhof. Da muss unbedingt was passieren. Die zweite Liga gewinnt SSV Kuschelhausen 3:1 gegen Inter Kuschel. Eintracht Kuschel fegt AS Yoshi mit 5:1 vom Hof. Arminia Kuscheldorf 2:1 gegen Alemannia Kuschel. FSV Kuscheltier gewinnt 3:2 gegen RB Kuschel. Die Leipziger Kuschels spielen unentschieden gegen Spielvereinigung Plüschtier. Lokomotive Kuschel verliert 0:4 gegen unsere zweite Mannschaft von Borussia Kuschel. Die Kuschels Weltauswahl gewinnt 3:1 gegen Kuscheltier United. AC Waui gewinnt 2:1 gegen Ajax Kuschelstadt. Und 2:2 spielt Kuschelteam 2 gegen Juventus Kuschel. In der Tabelle sieht es dementsprechend aus, dass Eintracht Kuschel Platz 1 ist, SSV Kuschelhausen 2 und Borussia Kuschel 2 auf den Aufstiegsplatz Nummer 3. Die Abstiegsplätze, diesmal sind ja hier Vierer, ist Alemannia Kuschel, Inter Kuschel, AS Yoshi und RB Kuschel, wobei letztere natürlich punktlos sind. Sehr schön, sehr klasse, betrifft uns nicht. Die meisten Zuschauer waren bei VfL Kuschel gegen 1. FC Kuschelteam. Score, alle wollen so Kuschelteam sehen. Die Elf des Tages ist dabei der Opa im Mittelfeld, in der Abwehr Glitzerberschi und Anna Maria. In der zweiten Liga waren die meisten Zuschauer bei Lokomotive Kuschel gegen Borussia Kuschel 2, 27.000 übrigens, und da kennt keiner kein. Und somit geht man erstmal ab wieder an Johannes B. Kerner. Ne, jetzt kommt erstmal der 8. Ligaspieltag, höre ich gerade von der Regie. Und da spielen wir gegen TSV 1995 Kuschel. Da ist machbar. Und in der zweiten Liga sieht es so aus. Aber jetzt ab zu Johannes. César, das war's und mir hat's eine Menge Spaß gemacht. Ich hoffe, Ihnen auch. Und dann steht unser Wiedersehen ja nichts im Wege. Ich freue mich auf Sie. Wir freuen uns auch auf dich und danke Johannes für die klasse Sendung. Wir gehen erstmal ins Büro zu Siggi Crackfuchs, der immer noch Fußball guckt wie immer und beende die Folge und bedanke mich fürs Zusehen. Bis zur nächsten. Bis dann.